Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns meinen täglichen Gegenstandshop an, so wie wir es auch in den letzten Tagen immer gemacht haben. Also wie gesagt, jeden Morgen kommt ein Shop-Video auf diesem Kanal. Ja, es hat sich viel getan. Ihr habt in den letzten Tagen oder gestern auch schon gesehen, dass 2 Shop-Videos gekommen sind. Ja, die Gruselbeauftragten oder allgemein die ganzen Beauftragten-Skins sind nochmal neu dazugekommen. Dazu habe ich nochmal ein Video gemacht und der Bear Force One ist auch nochmal neu gekommen. Aber der geht jetzt leider weg. Der bleibt nicht mehr im Shop. Denke ich mal. Es kann auch sein, dass Epic Games sich denkt, okay, dann lassen wir doch nochmal im Shop für die Leute, die sich den kaufen möchten. Nichtsdestotrotz bin ich mega gespannt, was wir heute im Shop bekommen und hier ein mega Angebot, 600 V-Bucks nur. Ich hoffe, das bleibt auch nochmal. Ansonsten, Leute, lasst doch mal gerne ein Abo da und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Rund um Fortnite, mehr als 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, kriegen meine Videos immer vorgeschlagen, aber lassen einfach immer noch kein Abo da. Jetzt kostenlos einmal abonnieren, Leute, bevor wir mit dem richtigen Shop-Video anfangen. Und ansonsten folgt mir nochmal auf Instagram, Tactics Gaming und YT, heiße ich dort auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, denn ich mache jetzt nochmal ein Gewinnspiel mit der Geschenkfunktion. Dann nochmal als Creator unterstützen, METE-8 heiße ich dort. Vielen, vielen Dank an für jeden Einzelnen, der mich da unterstützt und mich da eingefügt hat. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ist komplett kostenlos und das könnt ihr gerne machen. Jetzt fangen wir mal direkt mit dem Shop-Video an. Viel Spaß! Okay, Leute, wir haben mega geile Sachen bekommen heute im Shop und ich bin mega gespannt, was ihr zu diesen neuen Sachen sagt, also zu den neuen Sachen im Shop sagt. Mega gespannt. Aber wir fangen mal ungewöhnlich an mit einem Emote und zwar aufheulen. Ja, aufheulen ist hier auf jeden Fall sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut und ist auch mega cool. Ja, ihr seht jetzt hier, also ich feiere das. Also für 200 V-Bucks darf man wirklich nicht drauf, also darf man wirklich nicht meckern, kann man nichts falsch machen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das dann natürlich heute gönnen und wir kommen dann direkt zur nächsten Sache. Und zwar haben wir dann heute nochmal Rettungspaddel im Shop. Ja, Rettungspaddel fand ich eigentlich immer ganz nice. Jetzt muss ich sagen, ich würde es mir ehrlich gesagt nicht holen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein nice Erntewerkzeug für 800 V-Bucks. Ein Lebensretter ist die Frage hier in der Beschreibung. Und das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Es sieht nicht schlecht aus, aber ich finde einfach, ich persönlich würde es jetzt nicht holen, weil es nicht dieses gewisse Etwas hat, das mich komplett überzeugt, das Teil zu kaufen. Aber ihr könnt mir mal gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Interessiert mich auf jeden Fall auch. Aber wir gucken mal direkt weiter. Dann haben wir noch ein episches Emote, Kazachok, für 800 V-Bucks heute im Shop. Ein absolut geiles Emote, feiere ich immer noch. Seitdem das Teil neu in den Shop gekommen ist, finde ich das mega cool. Also das ist gefühlt schon, 28. April ist das Teil neu reingekommen und ich finde es immer noch nice. Ich finde es immer noch nice, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. War bis 13 Mal im Shop noch nicht allzu oft. Also wenn ihr etwas sehr Cooles haben wollt, was noch nicht allzu oft im Shop war, dann auf jeden Fall Kazachok heute im Shop gönnen für 800 V-Bucks. Dann, Leute, ein komplett neuer Skin, ein seltenes Outfit der Riot, das Abbild der frühen Post-Punk-Post-Hardcore-Szene, Teil des Headbang-Sets. Und dieser Skin ist absolut cool, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist zum ersten Mal heute im Shop, also für die Leute, die einen neuen Skin haben wollen, für 1200 V-Bucks kriegt ihr heute diesen Skin. Ich würde sagen, das ist die männliche Variante von dem Powercord-Skin. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen. Für die Leute, die nicht wissen, was der Powercord-Skin ist, es war ein ehemaliger OG-Skin, der dann ja den Epic Games als erster OG-Skin wieder ins Spiel mit reingebracht hat. Also wenn ihr Bock auf einen neuen Skin habt, heute im Shop für 1200 V-Bucks, vergisst aber nicht, vor dem Kauf noch meinen Gamertag METE-8 einzugeben, um mich kostenlos nochmal dabei und zu unterstützen. Dann habt ihr nochmal die 10 Battle Pass Stufen und 500 Saison EP heute im Shop. Leute, dafür müsst ihr wirklich nur 600 V-Bucks ausgeben. Für alle Leute, die noch nicht auf Stufe 100 sind und wirklich dieses Teil hier noch freischalten möchten, ihr habt jetzt die Möglichkeit für 600 V-Bucks hier 10 Battle Pass Stufen und 500 Saison EP euch zu ergattern. Ja, die 10 V-Bucks oder die 10 Battle Pass Stufen haben ja damals 900 V-Bucks gekostet. Jetzt, Leute, haben sie es mehr als die Hälfte haben sie das verringert. Richtig krasse Aktion. Also 60% haben sie darauf hier gegeben. Wenn ihr Bock drauf habt, dann heute im Shop gönnen. Könnt ihr natürlich nicht zurückgeben. Also wenn ihr das einmal kauft, dann könnt ihr es nie wieder zurückgeben. Aber wer möchte auch Battle Pass Stufen zurück? Dann kommen wir zu einem epischen Erntewerkzeug, Mondaufgang. Und Mondaufgang sieht richtig nice aus. Ist zum zweiten Mal heute im Shop. Richtig geiles Teil. Schlag um Mitternacht zu. Teil des Zirkel der Nachtsets. Für 1200 V-Bucks ein Erntewerkzeug, wo man wirklich nichts falsch machen kann. Mir persönlich gefällt es richtig, richtig gut. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, interessiert mich natürlich auch sehr. Aber Leute, 1200 V-Bucks für dieses epische Erntewerkzeug, Leute,
direkt mal zuschnappen. Dann haben wir natürlich nochmal den Sanctum-Skin, passend dazu nochmal mit dem Umhang des Zirkels dazu. Besänftigt dein schlagendes Herz. Ich finde den auch richtig cool. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist zwar nicht jetzt mein Geschmack, ich würde ihn mir jetzt persönlich nicht holen. Nichtsdestotrotz finde ich ihn fresh, den Skin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch den auch feiern werden mit dem Umhang des Zirkels. Ist natürlich nicht ganz neu, dieser Skin war schon einmal im Shop, ist zum zweiten Mal heute im Shop. Und für 1500 V-Bucks kann man sich den auf jeden Fall auch gönnen. Dann kommen wir nochmal zu einem seltenen Hängegleiter, gefiederter Flieger für 800 V-Bucks, geflügelter Sieg, Teil des Nimmermehr-Sets heute im Shop, kann man sich geben. Sieht richtig, richtig cool aus, gefällt mir natürlich auch, und ihr wisst ganz genau, dieser gefiederter Flieger kommt natürlich nicht alleine, er kommt passend mit einem Skin, den ich euch direkt zeigen werde. Aber eiserner Schnabel für 800 V-Bucks nochmal, das passende Erntewerkzeug zum Skin, immer wieder zupicken, ist die Beschreibung auch richtig, richtig cool, gefällt mir alle, beide gefallen mir sehr gut, muss man sagen. Man muss halt entscheiden, ob man beide haben möchte oder ob man jetzt nicht so viel V-Bucks hat und ausgeben kann und sich einfach mal einen von den beiden gönnt. Dann haben wir natürlich nochmal Verwüstung, das ist der einzige Skin mit einem Kondensstreifen, richtig, richtig cool, der Verwüstung mit dem dunklen Schwing, die dunklen Schwing, absolut geile Schwing, also richtig geiles Rückenaccessoire, einer der geilsten, finde ich. Und die dunkle Federn hier nochmal richtig cool. Für 2000 V-Bucks könnt ihr wirklich nicht mehr bekommen in Fortnite. Das ist der Skin, wo ihr am meisten bekommt für eure 2000 V-Bucks. Dann natürlich nochmal den Raben heute passend im Shop zu dem eisernen Schnabel. Und so wisst ihr ja, es gibt kein Entkommen und sinnender Meister der dunklen Himmel, des dunklen Himmels. Ja, 2000 V-Bucks für das Teil kann man sich auf jeden Fall geben, muss man aber nicht. Schreibt mal gerne eure Meinung, Kommentare zu diesem Shop. Gefällt er euch? Wenn ja, was habt ihr euch gegönnt, wenn ihr euch überhaupt was gegönnt habt? Ansonsten würde ich sagen, lasst natürlich nochmal eine Posi-Wertung da, abonnieren natürlich vergessen, weiterpassen und natürlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box schwimmen sollte. Ja, ich bin mega gespannt, was ihr so von dem Shop haltet. Ansonsten folgt mir nochmal auf Instagram, Tactics, Gaming und YT ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.